Meine sehr geehrten Damen und Herren, es folgt nun eine weitere Folge der beliebten Late-Night-Sendung mit Katrin Weber, wo Gäste mal ganz in Ruhe ausgefragt werden. Neben intensiven Gesprächen spielt die Band der Vogtländerin richtig schmissige Musik, die Balsam für die Ohren ist. Gereicht werden außerdem alkoholische Getränke oder auch mal ein stilles Wasser. Dazu wünsche ich Ihnen wie immer einen störungsfreien Empfang. Und nun viel Vergnügen. Da hab ich endlich eine Show und meine Haare sind wie Stroh. Ja, ihr Lieben, ein Sekündchen. Ich mach mir nur noch schnell das Mündchen. Für die Wimpern noch der Kleber, das ist niemals Katrin Weber. Oh. Das sind höchstens noch die Reste. Und gleich kommen meine Gäste. Alles wegen meiner großen Dusche. Wo ist denn die Wimperntusche? Hör ich etwa da Applaus? Egal, ich geh jetzt raus. Und hallo. Ja, klingt schon schön. Ja, ja, nun reicht's aber auch. Ja, muss ja glaubwürdig bleiben, ne? Herzlich willkommen wieder hier in den Katakomben sächsischer Geselligkeit. Ja, hier wird noch Unterhaltung von unten gemacht, um nicht zu sagen unterirdisch, was ich hier mache. Deswegen wird es ja auch so spät gesendet. Ja, aber mein Publikum soll ruhig klatschen und lachen, auch bei den flachen Sachen. Es ist ja zum Teil selber wieder ziemlich flach. Es gilt allerdings nicht für meine drei Musiker. Ja, die sind live in Farbe und 3D. Die haben ihre internationale Karriere sausen lassen, alle Plattenverträge ausgeschlagen, nur um heute hier musikalisch zu dienen. Also ganz ergeben, fast devot begrüße ich den Henne, den Gaga, den Rocco, kurz meine fantastische Henne-Gaga-Rocco-Kombo! Na, ist jetzt mal gut, ja. Mein erster Gast ist weiblich und ein ganz großer Wunsch von mir gewesen. Eine wunderbare Schauspielerin, wie auch schon ihre Mutter, talentiert, authentisch und mit Preisen überhäuft. Manchmal redet sie sich auch um Kopf und Kragen, aber da tritt sie bei mir hier offene Türen ein. Sie ist schwer in Ordnung, sie kommt ja auch ursprünglich aus Schwerin, ein Nordlicht also mit Hang zum Wasser. Müggelsee, Ostsee, Weißen See. Deswegen kennt sie sich ja auch aus mit den Untiefen des Lebens, die sie aber nicht immer umschiffen konnte. Auf jeden Fall hatte das Herz da, wo es hingehört, hier und auf der Zunge. Sie fühlt sich wohl auf Bühnen, vor Kameras, in Baumärkten, auf Paddelbrettern. Sie ist halt eine wahre Tausendsass. Viele kennen sie sicher durch Good Bye Lenin. Bei mir ist es allerdings nicht Goodbye, sondern Willkommen, Katrin Sass! Mit dir ja, das hier ist dein Platz. Ach. Du hast gehört deine Melodie und immer wieder geht die Sonne auf. Hast du es mitgekriegt? Oh, toll. Ja, weil du bist nämlich eine Schlagertante, aber da reden wir später drüber. Meine Liebe, wir sind heute, kommst du hoch, ja. Katrin was und Katrin, du, wie das doppelte Lottchen sind wir heute ein bisschen. Ne? Sag mal, vielleicht viele laden dich, sagen wir mal so, viele laden dich ein und viele auch deswegen nicht, weil du ja immer mal gern Gesprächsrunden sprengst, weil du einfach so redest. Ja, weil du so redest wie ich. Ich möchte auch, dass du dir heute keinen Zwang antust, weil, jetzt wollte ich mal fragen, ist das manchmal so Kontrollverlust, wenn du, so wie bei mir, ne, wenn man einfach so drauf lossprudelt oder manchmal auch Lust, Kontrolle zu verlieren? Manchmal provoziert man ja auch gerne manchmal. Ich überlege, was du meinst. Naja, manchmal bist du sehr mutig. Ich habe noch nie die Kontrolle verloren. Nein. Nee, es ist, eine gute Freundin sagte mir, du musst zum Arzt, du hast Kontrollverlust. Ehrlich? Und da habe ich einen Arzt gefragt, ob ich wirklich krank bin. Und der hat gesagt, du bist kerngesund. Also, weil ich habe danach ja immer ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn ich so direkt und das so raushaue, wie ich das dann mache. Das mache ich auch mit der Polizei und das bekommt mir nicht gut. Da habe ich schon viel Strafe bezahlt. Das hat aber mit der DDR zu tun. Ich konnte Polizei
nicht, ich habe es nicht ausgehalten, Kellner und Taxifahrer. Das waren ja bei uns so die... Ja, die hatten ja auch die Macht. Ja. Die hatten die Macht. Ja. So ist es. Ja. Sie werden platziert. Ja. Und ich habe wirklich, ich hatte so eine Wut und habe vergessen, dass dann die Mauer gefallen ist und dass das Uniformen sind und dass die vielleicht auch ganz nett sind. Ich kriege Anfälle. Und bei Lanz war es einfach ein junger Mann. Ich habe es gesehen. Na bitte. Ich habe es genossen. Na bitte. Ja, und ich dachte, oh, das müsste erst mal trappen. Na bitte. Aber ich wollte das gar nicht. Komm, bevor wir uns hier trocken reden, die Marie weiß schon, was ich möchte, ne? Trinkst wie du immer. Alkohol, ja? Ja, na, so kann man raten. Ach, du möchtest ja bestimmt eine schwarze Limo, also Cola. Wie kommst du da? Oder Leninschweiß. Das ist die rote Fassbrause. Kennst du es nicht mehr? Nee. Früher mit deinem manchmal Leninschweiß dazu gesagt. Oder vielleicht so eine norddeutsche, so eine norddeutsche Limo. So ja, du, ich nehme das, was prickelt, ne? Du, was hast du hier, was prickelt? Du, und du meinst, ich trinke nicht sowas wie du, ne? Kannst du auch haben. Und wieso? Kannst du auch haben, du. Du kriegst bei mir alles. Na, aber ich ja kann doch keinen Alkohol trinken. Ja, weiß ich, aber es gibt das ja auch alkoholfrei. Also ich meine, ja, ich kann Alkohol trinken, ja, aber das wäre ja der aber Anfang vom Ende, ne? Nein, und dann heißt es noch, die Katrin Weber war schuld. Die hat den ersten Stein gerollt. Ja, ganz genau. Ach, du trinkst ein Weizenbier. Ich nehme ein Weizen, was möchtest du nun? Also ach, du kannst ja meine Freundin werden. Virgin-Getränke da, mein Udo. Herrlich, also was jetzt? Sie herrlich. Ja, nee, ich nehme eine Brause. Sowas, ja, das ist auch... Schön abgeklebt, dass wir jetzt nicht sagen, was es ist. Das ist Ingwer. Ja, genau. Ach, dann wächst der weiße Holunder, das Jahr ist vorbei. Ach, du, heb dir was auf, es wird noch mehr, Katrin, sag ich dir gleich. So, das Norddeutsche und das Wasser, ne? Das war ja bei dir... eigentlich immer schon da. Du bist in Schwerin geboren, hast in Rostock studiert, jo, lebst jetzt wieder am Wannsee. Und weißt du, was wir auch gemeinsam haben? Man könnte uns im Baumarkt einschließen. Bist du auch so? Also mir kein Schuhladen krieg ich die Euphorie wie im Baumarkt. Nein. Als wir dich angerufen haben für diese Show. Da war ich gerade beim Bohren. Ja, nee, beim Baggern. Da hast du Bagger gefahren. Da war ich auf dem Bagger. Was hast du zu dem gesagt? Ich würde gerne mal, nein, lassen Sie mich mal ran. Ich kriegte gerade eine Wasserleitung und habe gesagt, ich würde so gern auf diesem Bagger sitzen. Und der hat mir das erklärt und dann habe ich so. Ach, und diese Kraft. Toll. Runter abgelegt. Abends habe ich das geschippt und wieder die Löcher zugemacht, damit die Nachbarn nicht böse werden. Ach so, einfach nur aus Spaß. Wolltest du mal gucken? Ja, ich wollte wieder. So. Und da dachte ich, ich will Baggerfahrer werden. Naja, ist jetzt langsam ja alles ein bisschen spät. Ja, aber du lebst mit viel Männlichkeit da. Eine zauberhafte Fellfresse. Und ich meine jetzt keinen Mann mit Bart, sondern ja, so einen. Ich hab den gesehen. Kennst du meine Fellfresse? Ich habe den gesehen. Wo denn? Na, ach, den war so nur im Internet. So ein Vieh. Ein Labradudel. Mein großer Traum, ich hatte ja sehr lange... Ja, das ist auch wieder eine gemeinsame. Ich hatte ja sehr lange auch Hunde oder wir. Also, aber Retriever. Und die Haaren, ja. Na, nun bin ich ja auch so ein bisschen eine Reinlichkeits... Ach. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Doch. Ja, und dann die Haare. Aber Labradudel, da muss ich dich jetzt mal fragen. Labradudel, erstens sehen die zauberhaft aus. Und so, oh, und dann hat er noch so eine schöne Farbe. Und dann sollen die nicht haaren. Ja, haben die mir gesagt. Mein Haus ist voll von gut, das wird drüber geredet. Echt? Nur. Also die voll sollen nicht haaren, die sollen Allergikerhunde sein. Alles also stimmt das nicht. Nichts davon schade stimmt. Ich liebe ihn. Er kommt und wer wedelt dann schon immer mit dem Schwamm? Welcher Mann macht das schon? Ne? Den Mann wollte ich nicht erwähnen. Ich wollte es anders sagen. Wer begrüßt dich schon mit wedelndem Schwanz? Ja. Und du haust rein und ja, sagst gleich, wer... Ja, komm, Esine macht den Gag, mache ich den gleich. Genau. Du, da sind wir schon bei den wichtigen Lebensfragen. Ich mache immer am Anfang FKK. Bist jetzt du dafür hier zu haben? Ja. Bist du dafür, so Luft in alle Körperfalten? Wir hatten ja da früher kein Problem damit. Aber nicht jetzt hier. Bei mir ist FKK nur Fräulein Katrins Kurzfragen. Deswegen ganz harmlos, aber ansonsten hast du kein Problem damit. Ich habe überhaupt keine Probleme. Komm, wir fangen mal an. Also kurze Fragen, kurze Antworten. Spitzname? Katha. Katha? Weil ich als Kind nicht Katrin sagen konnte, Katha, ich heiße Katha. Ach ja, so. Dann bis heute noch Menschen Katha. Katha. Sport, was wird bevorzugt? Boxspringen, Schach oder Stand-up-Paddling? Stand-up.
Echt? Ja, ja, Wasser. Nee. Da ist es wieder, das Bock, Wasser. Bock, ne? Bock, Bock. Fandst du das auch so schrecklich? Ja, darum, oh, darum fragst du mich das doch. Ja, natürlich. Aber meine, was hat mein Feldwebel gesagt? Aber das ist mein Feldwebel. Ja. Die hat vor den Jungs, da waren die Jungs, da waren die Mädchen. Und dann schrie die, Doppelbock, saß. Und dann musste ich den Rand schaffen, hier lang, da quer. Und jetzt spring! Grauenvoll. Und ich habe es nicht geschafft, nee. Ich habe abgebremst. Ja, genau. Und da schrie die vor den Jungs. Seitdem war ich die lächerliche Person. Dieses Ass hat mehr Angst als Vaterlandsliebe. Ja, war ja aber so. Ich ging mir genauso. Ich fing schon an zu dribbeln, kurz davor. Wieso kommst du das mit so? Und dann fingst du an zu dribbeln. Und dann stand ich, ja. Vor allem hatten wir ja früher mit den Jungs zusammen Sport, das stimmt. Und naja, dann geteilt. Ne? Geteilt, aber die haben geguckt. Na, und das war doch peinlich. Haben sich hingestellt, ja, und die saß es dran. Ja. Und ich war wirklich... Nee, es war nicht schön. Ja, nein, es war nicht schön. Komm, wir machen weiter. Ja, Körper, irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich habe keine. Hast keine, sehr nein. Schön. Meine Lieblingsrolle ist A, Faszienrolle, B, die Rolle Dachpappe oder C, Schweinerollbraten. Schweinerollbraten. Ja, ich esse gern. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hätte jetzt Rolle Dachpappe gedacht, ja, weil du ja, weil nicht du so Handwerker hast. Wie nah bist du am Wasser gebaut? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Sehr. Sehr, ja? Ja. Sehr, sehr, sehr. Es ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ganz schnell so close. Ich überspiele das ja mit meiner Fresse. Es ist ganz stark. Das war ja so. Ach, natürlich. Außerdem liege ich im Wasserbett und das Wasser ist vor der Tür. Ich bestehe aus Wasser. Das ist schon schön. Der perfekte Mann für dich ist A, groß, B, reich oder, dann können wir schon mal ausschließen, oder C, belesen. Behaart. Ich wollte gerade sagen. Dunkelbraun. Alles dunkelbraun behaart, ja. So schön. Schön war die Wenn Sie Zeit. Den sehen könnten, ja. So oh, ich eine doch, kann ich mein Handy hast rausholen? Hast du einen Lieblingswitz? Zwei Schauspieler gehen an der Kneipe vorbei. Sehr schön. Kenne ich mit Musikern, ja. Haben alle verstanden. Ich habe euch aber auch einen kurzen. Wie nennt man einen Schauspieler, der morgen frei hat? Oh. Morgan Freeman. Komm, das ist schlecht. Dich, ne? Nicht schlecht. Ach so, völlig falsch verstanden. Der geht noch weiter. Ich habe es völlig falsch verstanden. Ein Schauspieler ja, tut der so, war auch schon lustig. Ja. Der ist auch schon eine Pointe. Ja, na? Ich habe es falsch verstanden. Ja. Nee, es haben ja auch manche nicht frei. So, genau. Hätten wir das schon gemacht. Theaterluft, ne? Haben wir ja beide. Ich habe ja auch mit 14 schon Theaterluft geschnuppert. Ach so. Bei dir ist es ja was anderes. Du hast die ja quasi mit der Muttermilch bekommen, die Schauspielerin. Mit der Muttermilch. Oder bist du nicht gestillt worden? Nein. Ach so. Als Einzige nicht. Ach so, als Einzige nicht. Mhm. Und trotzdem aber voll das Talent von deiner Mutter. Mhm. Darf man mal sagen, ihre Mutter, nämlich eine riesen Bekannte, jedenfalls im norddeutschen Raum, Marga Saß-Heiden, war eine ganz große Schauspielerin, vor allen Dingen komödiantisch veranlagt. Heidi Kabel. Heidi Kabel des Ostens. Genau. Na. War sehr. Aber vielleicht. Kommt im NDR auch immer Silvester um 13 Uhr. Dinner for One auf Plattdeutsch. Das gucke ich dieses Dinner Jahr. Dinner for One. Auf Plattdeutsch. Auf Plattdeutsch. Na. Sag mal, und deine Mutti war ja ein bisschen die Lebefrau früher, ne? Und dein Vati war die Hausfrau. Ja. So, also gekocht, gewaschen, gebügelt, das hat er gemacht, ne? Ein großartiger Kerl. Das ist irre. Weil dann, und hat er das gerne gemacht, weil er ja wusste, die Marga ist für die Kunst zuständig. Hat er alles da war der mehr so der Bodenständige. Und es war nicht mal mein Erzeuger. Und da hat mich so toll behandelt. Weil dieser Mann einfach, weißt du, mich so lieb und großartig aufgezogen hat, dieser tolle Mann. Ja, meine Mutter stand immer auf der Bühne, ne? Und der hat alles getan. Kannst du richtig platt? Gar in den Bett und den Slop gut, mein Kind. Also, das haben wir auch verstanden, ne? Ja. Hast du dann... Jo, hast du dann auch geschlafen? Nee, ne? Ah, konntest du auch nicht schlafen. Ich konnte als. Ach, sag mal, jetzt wird's aber langsam unheimlich. Es gab doch. Vielleicht sind wir Schwestern. Einen ganz schweren Schlaf gekommen. Ich hatte ja niemanden zum Erzählen und da habe ich da mit verteilten Rollen im Bett gelegen. Nein, glaube ich kaum, du. Wer ist deine Mama? Brigitte. Und wer ist dein Papa? Klaus. Weißt du es genau? Ja, ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Deine Mutter hat ja auch gesungen. Na? Ja, die war soubrette. Wie standfest bist du? Ja, weiß ich. Soubrette, ja. Die war Tänzerin, soubrette Schauspielerin und dann zum Plattdeutschen. Wahnsinn. An einem Haus.
70 Jahre an einer Bühne. Und habt ihr auch viel ich will dich jetzt einfach mal testen, wie gut du im Volkslied im Plattdütschen bist. Da du mein Liebsten bist, da du voll bist, komm bitte Nacht, sag, wo du bist. Komm bitte Nacht, sag, wo du bist. Hier, paar Norddeutsche im Sack. Sag, was den Fahrer. Ach, na gut, was, das kannst du wohl. Ach so. Jetzt kommt noch ein leichtes. Hört mich mal auf. Sehr schön, sehr schön. Hab ich gleich diese Gänsehaut gekriegt. Ja, das sind die schönen Momente. Pass auf, ich hab jetzt, das kennst du auf jeden Fall. Eine Ex date einen Jungen mit einem Tüdelband. In der anderen Hand Butterbrot mit Kies. Ja, so ähnlich. Wenn du bloß nicht mit den Käse wäre. Nee, mit dem Tüdelbüm. Ganz mit Tüdelbaddelbüm. Genau, aber du möchtest nicht. Tüdelbaddel, die Pinsel tat ja heilig auf der Dumm. Tappel, Tübel, Tappel, Lappel, Tübel, Tappel, 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 Hab mich auch leicht. Du kennst es. Nee? Noch nie gehört. Echt? Nee. Oh, da hast du dich sofort reingefetzt. Ich wusste, es wird schön in Leipzig. Ich hab mich gefreut. Hast du dich sofort reingefetzt? Jetzt kommt ein Kunstlied. Pass auf, ich hoffe ja, dass es Plattdeutsch ist. Von Brahms kennst du aber. Ach, Mutter, ich will in Dingham. Ein Dingham? In Dingham. Scheiß Wurst. Naja, ich meine. Komm, das ist Brahms, pass auf. Das ist Brahms? Ja. Mutter, ich will ein Ding haben. Ja, pass auf. Ach, Mutter, ich will ein Ding haben. Nee. Lachen, Mutter. Was für. Jetzt sagt nein, die Mutter. Nein, ich kenne das nicht. Was für ein Ding bin ich? Mutter, ich will ein Ding haben. Ich hab das hin und wieder zu mir Mutter secht. Weil ich bin immer in Lederhosen gelaufen. Da habe ich aber nicht gesagt, ich will ein Ding haben. Ich wollte nur ein Junge sein. Deine Mutti, hast du schon gesagt, war die Heidi Kabel des Ostens. Ja. Aber vielleicht war die Heidi Kabel auch die Magasas des Westens. Du, na? Darüber hat wer war denn zuerst da? Ja? Wer war denn zuerst da? Ja, Heidi wohl, ne? Du hast ja vor deiner Schauspiel... Du hattest es ja nicht so mit der Heidi, sondern mehr mit dem Kabel. Du hast vor deiner Schauspielausbildung Telefonistin gelernt. Man kann auch sagen Stöpslerin. Ey, das klingt aber wie vorm Krieg, du. Wirklich. Hier noch so mit wir dir. Haben richtig gestöpselt. Ja, du, das hallo, Fernamt, hier ist das Fräulein vom Fernamt. Und ich sage dir, ich war Fernamt 28 und ich werde es nie vergessen. Hier, da leuchten ja lauter Lampen, da musst du klick, 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 klick. Ja, Fernamt 28, woher wollen Sie hin, ihr euch verbinden? Nach Brühl, ja, kleinen Moment. Bim, 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 bim. Wer, geben Sie mal die Nummer. Blablabla. Ja, schmeißen Sie bitte 21 rein. Blablabla. Ihre Gesprächszeit ist um 21. Warte, Sie schmeißen nach, Sie schmeißen nach. Blablabla. Da hattest du aber voll die Macht. Aber auf. Voll. Und dann hörst du ja Gespräche mit und oh, ich liebe dich. Oh, kommst du bald. Das darf aber deine Frau nicht wissen. Was, echt so? Das durftest du natürlich so, nicht. Und ich war ja nur Student, nicht Student, wie heißt das? Ja. Lehrling war das. Und was und dann war da mal? Weil ich keine Lust hatte, weiter abzuhören, habe ich mitgeholt. Ich dachte, oh, so schön. Und da war ich auf Überwachung. Ja. Da ist man als Lehrling auf Überwachung. Ah. Da hat die gesagt, komm mal her, setz dich mal hin. Du wirst das Gespräch bezahlen und dann kriegst du jetzt eine 5 in der Dödeldem. Das Gespräch zu bezahlen, das war ja als Lehrling gruselig. Wer war denn das, der da dran war? Naja, ein Mann, der fremd geht mit einer Weste. Und ich, oh, dachte ach, da dürfen wir jetzt keine Namen nennen, sonst hätte ich jetzt einen Aufruf gemacht, dass sie ihnen das bitte wieder zurückzahlen. Das ist eine, damals. Und da hat sie quatschen lassen. Ding, 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 ding. Ach, das war richtig brisant. Ach, brisant war das nicht, aber das war schon unglaublich. Weißt du, wenn du so mit 17... Da warst du ein Geheimnisträger. Kann man so sagen. Ja. Aber du hast es ja dann trotzdem nicht gemacht, sondern du wirst dann zur Schauspielschule in Rostock gegangen. Naja, Berlin und da durchgefallen und dann nach Rostock. Ach so. Erst mal durchgefallen, ne? Bei mir hat es ja gleich beim ersten Mal geklappt, Mann. Kleine Unterschiede müssen auch mal sein. Soll ich dir was sagen? Aber ich bin nicht so berühmt geworden. Aber da hattest du schon ein bisschen so eine Neigung zum Schlager. Ich? Ja, da in Rostock doch. Ja, immer doch. Psst. Wer waren denn so deine Favoriten? Frank Schöbel. Nee, nichts gegen Frank Schöbel. Ich finde ihn großartig. Ich hatte Frank Schöbel da noch in einem Zimmer hängen in Rostock. Ja, wollte ich. Und beim ersten Freund dachte ich, schnell abreißen. Ja.
Ah, das war Wahnsinn. Hallo, und das waren auch ganz tolle Sachen. Ich verehre den bis heute. Aber wir hätten es, wir haben nur nicht so dazu gestanden. Holger Biege und kennt Dirk man Michaelis. Ja, zum Beispiel. Und wer denn war denn noch alles damals? Ne? Also ich habe so einen Abend gemacht und dachte, jetzt kannst du es dir ja leisten. Also erstmal wollten die mich natürlich alle überhaupt nicht, weil da war ich Kommissarin. Habe immer wieder angefangen, ich möchte gerne singen. Nein. Gut, bei Lenin kommt raus. Und das Telefon stand nicht mehr still in der Agentur. Katrin Saas wollte doch singen. Und da war auf einmal ganz egal was. Das ist der Kapitalismus. Ja. Und ich sage Ihnen, das ist jetzt wirklich eine Seltenheit, das hier zu erleben, dass die Katrin jetzt hier singt. Guck mal, du hast ja deinen eigenen Rocco mitgebracht. CD ein altes heißt Jahr. Der liebe CD. Bitte CD. Groß ist der Reichtum der Welt, heute noch, und unsere Erde bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift, Erde, der eine Stern, wo alles wächst und reift. Gibt es den Reichtum der Welt morgen noch? Oder ist vieles davon schon hin? Das Land und auch die Ozeane können sich nicht wehren. Ihre Schätze sollen späteren auch so wie uns gehören. Gehört der Reichtum der Welt allen schon? Oder bleibt vielen nicht viel versagt? Danke. Schön. Vielen Dank. Ein bisschen Herzklopfen. Ja, wir kennen ihn. Aber also es hat, ja natürlich, Holger Biege. Ja. Großartiger Song, in den 70ern geschrieben, hochaktuell. Das ist der Wahnsinn. Das sind doch gerade die Grünen, die Jungen, die da auf der Straße... Dieselben Worte benutzen. Ja. Aber um nochmal zurückzugehen, dein Karrierebeginn, der geht auch schlechter, ne? Der geht schlechter. Meine Herren, 78... Das war verrückt. Ich meine, ich war im dritten Bis Stück. Dass der Tod euch scheidet. Ich habe das ja noch in Erstausstrahlung gesehen im Kino. Na, ich bin ja auch ja, da war ich 8. Klasse, da kam der Film raus. Ist doch älter und als ich dachte, meine Liebe. Und das war ja schon, Jana, was denkst du? der war ja kaum zu verdauen, der Erfolg. Ja, das war Wahnsinn. Und dann kam Bürgschaft für ein Jahr. Das war noch ein größer, dafür haben sie dir ja sofort einen Bären aufgebunden, einen silbernen. Da haben die mir einen Bären aufgebunden, aber die wollten den haben zur Berlinale. Und nun diese Hauptdarstellerin, ist die gebunden, hat die Familie? Nein, die lebt allein, die ist auch ein bisschen verrückt. Oh, kann man die mitnehmen? Sie haben mich mitgenommen. Aber nach dem silbernen Bären, 2 Jahre auf Eis gelegt. Gut, wir waren alle fest engagiert am Theater. Aber silberner Bär beim Klassenfeind, das müssen wir ihr zeigen. Die muss wieder runterkommen. Ich war gar nicht oben, ich habe es gar nicht kapiert. Dass du das überhaupt fahren durftest. Du warst ja, wie alt warst du, 23 oder so Anfang 20? Wie war denn das für dich? Ich habe Fieber gekriegt. Das war doch überfordert. Ich kannte die Berlinale gar nicht, ich wusste gar nicht, was ein silberner Bär ist. Und dann hast du 5 Mark pro Tag hast du bekommen. Du weißt alles. Ja, und dann warst du 5 Tage. Ich habe sofort zusammengerechnet, es waren 25 Mark. Was hast du dir denn davon? Da spart man doch jeden Pfennig, ne?
Was eine Platte von Udo. Platte von Udo Jürgens, toll. Aber da musstest du dich schon dann immer mal einladen lassen. Ne? Also da muss man sich ein bisschen durchfressen. Na, was machst du mit? Ich kenne das auch. Kannst ich bin ja auch, sowieso nicht. Ja. Also was ja sollten 5 Mark? Und dann, ja, aber man will ja trotzdem abend mein Weinchen trinken. Oder? Ja, du darfst ja aber mit den Wessis dich ja nicht treffen. Ach so, also das ach so hat ein strenges Verbot. Also was soll ich mit den 5 Mark? Wo soll ich da essen gehen? Ja, die hätten ja, kann ja dazu, ja. Kannst ein Bier trinken. Lächerlich war das alles. Und ich habe dann im Master das auch gemacht, so beim Frühstücksbuffet, so diese kleinen, ah, sag mal wieder die Marke nicht sagen, diese Schokoladen, diese eingeschweißten Schokoladen. Du als Ostler habe ich diese ganzen, ja, was ich ja nicht kannte, diese Marmeladenproben-Ding. Ja. Dann dachte ich, die Nachbarn sind auch fertig, das sammelst du auch noch ein. Und du, dann habe ich das alles in meiner Handtasche. Ja, ja. Und dann bin ich Preisträgerin und sammel weiter die Marmelade ein. Ja. Du, es war, ich war also irgendwie. War das schon was? Irgendwie war es. Das war schon was. Dann waren die 90er jetzt nicht so ganz so spannend. Und dann. Ja, erstmal hatte ich gar nichts. 90, bin aufs Arbeitsamt. Und da hatte, das hatten die. Nö, du auch hier? Ich sage, ja, ich auch hier. Ich sage, was muss ich machen? Zettel ziehen. Und dann hatte ich eine Marke, bin da rein. Und da dachte ich, das ist der Westen. Jetzt kriegst du Geld, ohne dass du arbeitest. Das fand ich schon großartig. Dann kam das erste Angebot, die Kommissarin. Da wurde ich wegen Alkohol gefeuert. Und da brach erstmal die Welt zusammen. Ich hatte einen Polizeiruf im Jahr und habe davon alles gestemmt. Wahnsinn. Das war, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Und den haben sie mir weggenommen, weil mich einer angeschissen hat. Alle haben gesagt, nee, vor der Kamera geht es mit ihr. Und der hat gesagt, nein, auch vor der Kamera, die trinkt immer. Und da haben sie mich entlassen und da dachte ich... Aber guck mal, nachdem, dann ging es doch sowas. Ich meine, merkst, worauf ich hinaus will. Du willst hinaus, natürlich. Lenin, auf diesen Knüller Askar. Nee, ja, natürlich, IDM. Aber erstmal musste ich ja... Um wieder Anlauf zu nehmen. Na, und dann kam Goodbye Lenin. Darf ich dich da mal fragen zum Schluss? Ich meine, das war ja der Erfolg, obwohl du eigentlich nur im Bett rumliegst, ist mir eigentlich nur echt klar. Aber ja, mir sagte der Regisseur, als er mir das Buch schickt, es ist keine tragende Rolle. Also es ist, ist eine liegende. Und so, das habe ich dann auch verstanden und dachte, boah, das ist schon der Hammer gewesen. Aber eine private Frage habe ich zum Schluss im Krankenhaus, wenn die da liegt und ihn so anguckt, dann merkt sie das doch. Kriegt sie zum Schluss mit, dass sie verhögert wurde? Diese Szene wurde nach einem Vierteljahr wiederholt. Mir wurden Haare rangeklebt, also weil ich schon kurze Haare hatte und. Weil er wollte unbedingt, dass der Blick in den Fernseher und dann zu ihrem Sohn mit einem Lächeln, ich weiß Bescheid. Also sie merkt es. Ja, ja. Darum haben wir es. Manchmal wird hier auch was falsch verstanden. Ging dir das auch schon so? Der Mauerfall, ja, habe ich auch nicht verstanden. Nein, ich meine das, was du auf der Bühne machst. Ich habe manchmal schon Kritik gekriegt für was ich auf der Bühne mache. Da sage ich, so haben die das empfunden? Das war überhaupt nicht so gemeint. Ja? Und manchmal, ehrlich gesagt, mache ich einen Titel gar nicht mehr gerne, um ehrlich zu sein, weil ich denke, den kapieren die jetzt sowieso wieder. Ging dir das schon mal so? Ja. Oder das ist von der Kritik so? Ja, da bräuchte ich jetzt mal Dalia Lavi. Na? Die hat das mal ganz toll besungen. Kennst du auch das natürlich Lied? Ja, oder? Wer hat mein Lied so zerstört? Ah. Wer hat mein Lied so zerstört? Ah, ich wollte singen, was ich niemals sagen kann. Doch darauf kam's nicht an. Oh. Wer hat mein Lied so zerstört? Wer hat den Sinn so verdreht? Ha? Wer hat den Sinn so verdreht? Ah, jedes Wort, das legten sie falsch aus und dafür gab's Applaus. Oh. Wer hat den Sinn so verdreht? Ich wünsche mir einen Traum zum Träumen. Ich wünsche mir einen Traum. Oh, hätte je ein Traum mich froh gemacht, da wär ich niemals aufgewacht und fänd mein Lied nicht zerstört. Wer hat dein Lied
So, Wahnsinn. Ja. Und sag mal, ich will dir mal eins sagen. Aber du hast eine andere Stimme, wenn du singst. Na ja, na, das ist Gott sei Dank. Auch ein anderes Deutsch. Ich muss dich jetzt trotzdem bitten, dass du mal eins weiterrückst, weil wir holen uns jetzt einen Mann hier an den Tisch. Einen Mann, was heißt einen Engel? Einen Engel ohne Flügel, aber mit echt langem Haar. Und jedenfalls früher, glockenklarer Stimme. Er hat mit seinen 11 Geschwistern auf dem Wasser gewohnt, auf der Straße gesungen und ganze Hallen gefüllt. Bei ihm verschmelzen Hippie und Pippi zu einer einzigartigen Künstlerpersönlichkeit. Er ist eine ausgesprochene Inselbegabung, denn er lebt in Irland, wenn er nicht gerade mit dem Wohnmobil durch Deutschland kurvt. Er ist mindestens genauso bekannt wie Angela Merkel und wenn sie ein Mann wäre, würde sie heißen wie er, Angelo. Hier ist Angelo Kelly! Ja. Mann. Die können ja auch alles spielen, ne? Alles. 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 Selbst die unbekanntesten Lieder von meiner alles, Karriere. Alles, ja. Ich habe auch. Hast du lange überlegt, ne? Genau, ja. Gott, genau. Das ist ja auch schon lange her, mein Guter. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Das ist die Katrin. Du kennst sie. Ich habe zwei Katrins vor mir heute. Ja, das zwei ist, Katrins. Gar nicht schwer. Du kannst nichts verwechseln. Ja. Sie kennt dich natürlich. Ja. Ich habe euch schon in Warnemünde im Kreis sitzen sehen. Ja, natürlich. Da ist gerade die Mauer gefallen. Ja. Und ich dachte, was sind das für Verrückte? Da habe ich meine Frau kennengelernt. Warte mal, aber da kommen wir noch hin. Was möchtest du? Erstmal, was willst du trinken? Egal. Guck mal, wir haben ja alles leer. Ich gebe gleich mal rüber. Also meins kannst du noch mal voll machen. Darf ich ein Bier aus meiner Heimatstadt anbieten? Ja, ich trinke auch aus sehr gerne. Blauen. Ich trinke auch sehr gerne Weißwein aus Deutschland. Also so ein Riesling zum Beispiel oder irgendwas aus der Region. Haben wir denn, Marie, was sagst du? Ja, gut. So, hätte jetzt, ja gut, wir sagen nichts dazu. Es gibt Weißwein. Auch noch andere schöne Biere, aber es schmeckt gut. Aber wenn du dann, wer kann ja noch auf Weißwein Riesling umsteigen oder gleich? Ist egal. Nee, du kriegst hier alles. Nein, nimm, bleib was Bier, du kriegen bleib kannst. Bier. Alles gut, alles gut. Katrin, Bier auf eine. Wein, das lass sein. Genau. Wein auf Bier, das rate überlegst ich dir später. Dir. So, und wir müssen es ja wohl wissen. Allerdings, ich habe es lange praktiziert. Und Bier. Bier ist auch gut für die Haare. Ist das so, ja? Ja. So, mal, Katrin, darum sind seine Haare so lang. Natürlich, wir hatten ja vorhin schon den Irrtum, dass Labradudel. Dudel. Nicht haaren sollen, was gar nicht stimmt. Aber bei euch, da war ja früh, ihr habt ja alle lange Haare gehabt. Ja, also wir haben auch manchmal, weil wir haben ja viel auf der Straße gespielt und manchmal hatten wir da nicht direkt eine Dusche um die Ecke. Und ich habe als Kind sehr oft einfach, bin ich in Italiener rein, bin einfach zum Klo, hab meine Haare gewaschen am Waschbecken, wieder raus mit einem Handtuch und so, Dankeschön. Solche Gäste, und das für kein Geld, ne? Solche ja, Gäste, ja. Die mag man. Bier ist nicht nur gut für die Haare, sondern auch für den Harn. Na? Und das hast, da hast du ja lange Problem gehabt mit dem Harndrang. Okay. Der Harn, das weißt du schon, was das ist. Nee, nicht genau jetzt. Das ist das, wenn man Pipi macht. Ach so. Das ist der Harn. Ja. Jetzt kommt mein zweites größtes Hit. Und jetzt kommt dein zweiter größter Hit, ja. Das zweite größte war das? Nee, aber das war ich wirklich. Den Bier mal, ich habe das nur einmal gesehen und ich war echt geplättet. Es ist sehr lustig. Weil das war stark. Es war wirklich stark. Weil wenn ich dir das sagen dürfte, ich war ja noch in einem sozialistischen Kindergarten, im Kindergarten des VEB Nabaklüner-Merksblau. Ey, und wenn da jemand eingemacht hat, das war nicht lustig, da wurden die anderen Kinder hergeholt und gesagt, guckt euch mal an, was die Dagmar gemacht hat. Zieht aus, machen nein, wir jetzt alle. Und dann muss, ja, also dagegen ist ein Lied. Ich habe sehr tief geschlafen und das war mein erstes Lied, was ich geschrieben habe, weil mein Papa, er war so verzweifelt, er meinte, Angelo, schreib doch ein Lied drüber und dachte, vielleicht hilft das. Das hat nicht geholfen. Aber ich hatte dann mein erstes Lied geschrieben. Ach, das hast du selber geschrieben? Ja, mit meinem Bruder Paddy zusammen. Meine Lieder wurden besser später auf jeden Fall. Das, hat's? Ja, ja. Das war nicht schwer. Ich lasse es dich jetzt nicht vormachen. Aber nein, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich das machen. Nee, ne? Mach also, doch mal vor. Ich muss leiderdings auch sagen, ich werde heute leider nicht singen, weil meine Stimme ist im Eimer. Ich habe riesige Mandeln manchmal. Und das war jetzt die letzten Tage. Und deswegen, aber
Ich habe gehört, du setzt vielleicht mich. Na ja, komm nur, das gucken, klären wir später mit dem Gesang. So, komm erst mal. Cheers. Prost, genau. Wer hat mein Glas so sofort, ja. Also jedenfalls hast du, ich meine. Lecker. Das sag ich doch. Lecker. Blauer Bier. Gab's das zur DDR-Zeit? Ja, gab's. Hast du aber schwer gekriegt. Wurde zum Besten geschickt. Ich meine, ist ja klar, dass das so lange gedauert hat, wenn das immer plätschert. Ihr habt ja auf dem Hausboot gewohnt. Das ist doch klar, dass ne, ohne Mist. Nein, das hat damit nichts zu tun gehabt. Egal. Ach du, jetzt kommt ein groß geworden. Jetzt kommt ein Wortspiel. Hast du deswegen eine Frau genommen, die auch nah am Wasser gebaut wurde? Die kommt ja aus Rostock. Hast du das verstanden? Nah am Wasser gebaut wurde, seine ja, Frau. Ja, wir tun jetzt so, ja. Ja, hallo. Ich verstehe ja kein Wort mehr. Ja, bei mir musst du ein bisschen nachdenken. Sag mal, aber ich verstehe echt kein Wort mehr. Also, kurz gesagt, du bist Bettnässer? Ja. Gewesen. Was? Gewesen. Ja. Ihr habt mich nicht eingeführt. Ne, das ist... Du sollst ja hier auch was lernen, nicht wahr? Ja, deswegen und das muss ich war aber nicht das Peinlichste, was mir passiert nein, ist im Leben. Ich war auch bei der Kelly Family. Ja. Da muss ich dir sagen. Oh, sag mal. Wumm. Bettnässer war ich bis zur 10. Klasse. Oh. Und das war gruselig. Aber jetzt kommt's okay raus, du. Ich wollte darüber nie reden. Ja. Aber jetzt habe ich eine Therapiestunde hier mit euch. Okay. Ich muss das jetzt loswerden. Ja, ich musste beim Arzt Sonnen malen, wenn nicht ins Bett, Regen malen, wow, wenn. Furchtbar war es. Oh, yeah, yeah. Merken Sie, wie locker die Gäste bei mir sind? Ja, ja. Merken Sie, naja, das liegt muss an wohl an mir liegen. Das war mal. Ja, da seine Frau wurde am Wasser gebaut, will sagen, sie ist norddeutsche Rostockerin. Ja. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt kannst du ruhig erzählen, ihr habt ihr Leid getan. Na? Der Papa, der war Bürgermeister von Warnemünde zu der Zeit. Ach, und das halt. Der hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir da hinterm Neptun 2 Wochen spielen dürfen. Ich verstehe. Und wir sollten dafür irgendwie eine Spende machen für den Kirchendach, der renoviert wurde. Und das war sehr, sehr gut, die 2 Wochen. Es war proppevoll den ganzen Tag. Wir haben 3-4 Mal am Tag gespielt. Und da kamen 10.000 Mark im Korb über 2 Wochen. Und deswegen, ich sage immer, Gott hat einen neuen Kirchendach bekommen und ich eine Frau. Oh. Ja, ne, aber dazu muss man sagen, du warst 9. Ich war 9, ja. Und ich habe mich sofort verliebt. Nee, ich habe mich ein Jahr später erst in sie verliebt. Also wir wurden erst Freunde und ihr Bruder war mein Alter. Wir haben dann mit He-Man-Figuren gespielt und so Quatsch. Und als wir ein Jahr später wiederkamen, mit 10 habe ich sie ganz mit anderen Augen gesehen und da fing es wohl bei mir an, dass ich mich für Frauen interessiere. Anscheinend. Und dann habt ihr hin und her telefoniert. Auch viele. Und dann hast du ihr die neuen Lieder vorgespielt. Ja, ich habe ihr viele Lieder vorgespielt. Sie hat mir auch Lieder vorgespielt. Sie hat auch schon immer Songs geschrieben. Und ja, wir waren 7 Jahre lang die besten Freunde. Und bis sie dann irgendwann gesagt hat, dass sie die letzten 2 Jahre auch das Gleiche für mich empfand. Und da hat es das Warten dann sich gelohnt, auf jeden Fall. Ja. Hello, genau. Is it me you're looking for? Ja. Da würden wir aber froh sein, dass ihr die Katrin nicht mehr an der Telefon, genau, wie heißt das, Vermittlung, ja, sagen. Ja. Die hat euch getrennt. Du. Wow. Weißt du, dass er dann sein ganzes Leben bei einer Frau geblieben ist? Das imponiert mich. Echt? Ja. Es gab nur diese eine Frau. Ja. Die du mit 10 kennengelernt hast? Ja. Ja, und auch für sie gab es nur mich. Und wir sind beide sehr, sehr dankbar dafür, weil... Man kriegt wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 5 Kinder. Ah ja, das weiß ich ja. 5 Kinder, also da ist nie was daneben, ja, gegangen. Ich meine, was machst du anders als die anderen Kerle, die so jedem Rock hinterher gucken? Ne, ist es nie, das ist mir, du bist selber fasziniert, dass man ja, ich, jahrzehntelang... Ne, vor allem, das ist eine Kinderliebe, ja, oder Freundschaft gewesen. Und das ändert und sich doch dann mit den Jahren, mit den Hormonen. Mit 16 sagt man doch dann, ja, jetzt... Nein, ich sag's, und mit 30? Ich sag's mal so, also... Da wird's ganz verrückt. Ich sag so, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich sehr jung die Frau fürs Leben gefunden habe und musste nicht diesen ganzen anderen Quatsch durchgehen. Und ich weiß noch, als ich gerade mit ihr frisch zusammen war, ich war 17, sie war 20, sagte mein Bruder Joey dann zu mir, Angelo, du wirst das kaputt machen. Du bist schon so lange in sie verliebt, du bist zu jung, du wirst das kaputt machen. Er dachte an seine eigene Erfahrung. Irgendwie
lass das ein bisschen, lass sie so ein bisschen so auf Warteschleife und ich helfe dir jemand irgendwie ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Er wollte mir... Training. Ja. Heimliches Training. Ja, er dachte, ich müsste erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln, weil sonst würde ich das vermasseln. Und ich sagte zu Joey, Joey, ich bin nicht wie du und... weißt du? So was wird gar nicht mehr hergestellt, ha? Oh, also das ist edel, sehr edel. Also wenn wir jetzt schon bei den Intimfragen sind, machen wir gleich mal FKK. Oh. Bist du ein Freund davon? Überhaupt nicht. Nee, hätte ich jetzt gedacht. Da bin ich sehr irisch und sehr katholisch. Machen und die das nicht? Nein. Aber ihr habt doch da viel die geheime Iren, Plätze. Die Iren, die gehen, also wenn die zum, also die meisten Iren gehen nicht zur Massage zum Beispiel, weil nach sich ausziehen und so. Und anfassen und genau. Und dann, ich gehe gerne auch zum... Physiotherapeuten. Psychopathen. Psychopathen. Das auch. Na, sehr schön. Ich gehe zum Psychopathen. Oh, sehr schön. Nee, das bin ich selber schon als Musiker. Die erzählen, dass die immer auch dieses Problem haben, dass die Leute erst mit T-Shirt an und all drum dran und die müssen über die Klamotten arbeiten und irgendwelche. Ach, seid ihr da ein bisschen prüde? Auf jeden Fall. Finde ich aber gut. Aber du kannst so sein, du kannst auch alles da lassen, wo es ist. Es sind nur Fräulein Katrins Kurzfragen, kurze Fragen, kurze. So originell sind wir. Kurze. Ja, ich muss ja einen kurzen Anamnesebogen von dir machen. Zum Beispiel mit der ersten Frage. Spitzname? Oh je, je. Es gibt Angelino. Es gibt Dino Baby, hat mein Bruder Jimmy immer gesagt. Dino? Ja. Wie der Dinosaurier? Dino Baby. Weil als ich dann so 13, 14 in die Höhe schoss, sah ich trotzdem sehr unausgewogen aus. So ein bisschen so... Und dann fing er an, mich Dino Baby zu nennen. Und das blieb irgendwie hängen. Ja, Geschwister sind so, ne? Gnadenlos. Das hat mich abgehärtet. Ja. Was ist schlimmer, Haare im Ausguss oder Haare auf den Zähnen? Nochmal, was? Was? Er ist irre. Haare im Ausguss, Waschbecken. Okay, ja, oder Haare auf den Zähnen. Also ist, eigentlich kann ich mir schon denken. Haare auf den Zähnen. Haare auf den. Kennst du das nicht? Die Haare Zähne auf den oder nein, die Zähne. Zähne. Wie kannst du ihn denn? Frag mich das. Ja. Also Haare auf den Zähnen sind böse Menschen. Ja, böse Menschen. Ah, okay. Man sagt, wer Haare auf den Zähnen hat. Okay, ja gut. Und ich soll einen entscheiden. Dann, ja, na, dann ist in, doch im Waschbecken. Ausguss ist doch klar. Ja. Schlimmstes Kleidungsstück, das du je besessen hast. Eieiei, ich habe, da gibt es auch Fotos, ich hab was angehabt, das, ich dachte, das wäre wie so eine Rüstung, wie so eine Art Kettenrüstung, Hemd, irgendwie, ne? Aber es war von einem Fleischer und man sieht das auch, das war wirklich so ein Stumpf von einem Fleischer und ich war 12 und dachte, das ist cool, das sieht aus wie im Mittelalter, nope. Wenn du kein Musiker wärst, wärst du am liebsten Fleischer? ja, früher wollte ich als Kind Schauspieler sein, aber ich glaube, heute hätte ich doch, ja, Fleischer. Komm, wir beenden das jetzt mit einem Lieblingswitz. Hast du einen? Was hat drei Beine und ein Arschloch obendrauf? Schlagzeughocker. Ah! Tut mir leid. Wie heißt du nochmal? Gaga. Ein Riesenapplaus für Gaga. Ja. In 24 Stunden wart ihr zusammen, Geschwister, aufeinander. Ihr konntet euch ja nicht wie bei Facebook einfach mal entfreunden. Ne? Ihr wart ja immer zusammen. Oh, das nervt schon. Ich meine, du darfst ja ehrlich sein hier. Nein, also eigentlich war es... Nervte ihn nicht. Es war eigentlich, wir haben eine sehr besondere Bund gehabt. Wir waren auch nicht so, wir sind nicht mit dem normalen Musikgeschäft geschwommen. Wir haben nicht in den Clubs und später in den Hallen und mit Agenturen und so. Wir haben Straßenmusiker und wir waren als Familie auf dem Boot gelebt, sehr alternativ gelebt, Homeschooling gemacht. Und dadurch, wir waren in so einem eigenen Planeten. Aber es war ein schöner Planet und Ich bin dankbar, diese Kindheit gehabt zu haben, auf jeden Fall. Da muss man die Gene dafür haben. Für mich wäre das echt schwer gewesen. Also, und dann auch draußen, ne? Straßenmusik, das ist ja, ist nicht immer hier Winter, 25 sehr, Grad. Sehr, sehr kalt. Ja. Also sehr oft mit minus 10 Grad dann Gitarre spielen, denkst, die Finger brechen gleich ab. Aber wir waren tough, also wir waren wirklich unglaublich tough. Ja. Mhm. Ja. Und
Ihr wart ja unglaublich erfolgreich. Und ich weiß noch, ich war zu der Zeit in Gera am Theater und da wart ihr auch. Ja. Also da haben ganz viele, ja, kennst du die nicht, die Kelly Family? Das war so Anfang 90er. Im Osten haben wir überall, ja, jede Ecke gespielt. Was wäre denn? Das ist ja eine große Familie und da ist ja der Vater und der singt dann mit den Kindern. Da dachte ich, hä, was ist denn da? Wir kannten ja auch Straßenmusik jetzt nicht so. In der DDR gab es das ja nicht so. Aber es war ein sehr besonderes Gefühl. Direkt nach der Wende haben wir überall hier gespielt, in jedem Dorf, in jeder Stadt. Und die Menschen waren so emotional. Und das ist eine Verbindung, die wir als Kelly Family zum Osten haben, die, finde ich, manchmal tiefer geht, als wir im Westen haben, weil das dieser Moment, diese Zeit war. Aber vielleicht ist es bei David Hasselhoff ein bisschen mehr, weil er hat dafür gesorgt, dass die Wende kam. Ne? Ja, der war's. Der war's. Die Maus. Ja. Weiß ich. Nein, es liegt auch daran, dass die Ossis sehr treu sind, wen sie einmal in ihr Herz geschlossen haben. Ja, aber wie kamt ihr denn darauf? Jetzt machen wir das erstmal alles im Osten und wir besetzen den Osten. Als Straßenmusiker spielst du halt überall und du hast das Problem manchmal, dass du so ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt. Also zu viel da gespielt vielleicht. Und plötzlich waren ein ganzer Bereich in Deutschland, den wir neu spielen konnten. Wir waren auch wie Stars im Osten, während wir im Westen nicht ganz so waren, weil wir halt bei Kessel Buntes und so als die große Band aus dem Westen galten. Ne? Und das waren so ein paar der Gründe, würde ich sagen. Ja. Da seid ihr im Osten noch bezahlt worden. Ja, und nicht schlecht. Weißt du, wie bringt man das? Ihr müsst ja wieder fahren, das müssen wir ja dann umsetzen. Wir mussten wieder raus und wir haben halt Geld bekommen, Gage bekommen und haben versucht, am letzten Tag noch damit was zu kaufen. Wir sind in Berlin, in einen Musikladen reingegangen und der hatte nichts. Ich glaube, wir haben einen Mundharmonika gekauft. Alles andere hätte man Wochen, Monate warten müssen. Gab ja nicht. Wir konnten unser Geld nicht loswerden. Und dann mussten wir wirklich innerhalb von einer Stunde raus und da gab es einen Spielzeugladen. Und wir gehen da rein. Mein Papa schaut sich das alles an, sieht, dass das viel noch mit Holz gemacht worden ist oder diese Figuren, die so gemalt sind. Also fand er auch persönlich ganz gut, hatte ihm an den 50er vielleicht erinnert. Und das hatte ich noch nie erlebt und nie wieder. Mein Papa sagte zu mir und uns kleinen Kinder, kauft, was ihr wollt. Wir sind mit Wagen gerannt und haben so reingeworfen. Und haben super viel gekauft. Ich habe manches davon heute noch, diese Figuren, diese Indianer und Cowboys und so, die gemalt sind. Ja, die sind wirklich alt. Ja, man konnte das Geld leider so schnell nicht loswerden. Was für Geld? Das ist die Gage. Es war DDR-Mark. Ich weiß nicht, was die da gezahlt haben damals, wie das war. Also es war genug für Spielzeug. Ja. Nicht für ein Haus. Und Fans sind ja schön, ne? Können aber sehr zudringlich werden. Also wir kennen das ja nicht so. Und da bin ich auch sehr froh. Du wirklich, weil das war ganz, was war denn so das Krasseste? Also wir haben natürlich viel erlebt, aber wir wurden auch sehr gut abgeschrottet. Das war natürlich manchmal auch nervig, wenn man so ein bisschen... unterwegs. Ja, aber wir haben immer Security dabei gehabt. Ich glaube, die einzigsten Momente waren zum Beispiel im Hotellobby unten bin ich dann kurz aufs Klo gegangen. Und sitzt da und macht mein Geschäft und... Geht die Tür auf? Nein, ist ja abgeschlossen. Und da kam so ein Zettel mit einem Stift. Können Sie das für meine Tochter unterschreiben? Denkst du auch so, jetzt brauche ich hier auch noch mein Security. Wahnsinn. Und es gab schon witzige Sachen. Aber im Großen und Ganzen war das halt auch einfach, es war so ein großer Hype. Dann war das einfach ein Teil davon. Das musste man auch verstehen. Aber ein sehr anstrengender, finde ich. Also so es war aber nicht für immer. Ne? Es waren diese 4-5 Jahre, die extrem waren. Und dann wurde es weniger. Und dann, muss ich sagen, war es halt eher so, als der Erfolg weg war und ich von dem Geld von davor nichts hatte und gerade irgendwie meine Miete zahlen kann, aber trotzdem Probleme habe hier und da mit Stalker. Das ist dann mies, weil du hast kein Geld für Security und du hast trotzdem teilweise das Problem. Aber mit der Zeit ist das auch alles weg. Aber das hast du hier nicht, du. Hier gibt es Security mich, ne? Und du bist auch. Ja und hier auch. Du, wir werfen uns vor dich. Nein. Aber du bist doch Thai-Boxer. Hast du das? Früher. Thai-Boxer, Wir haben, einer unserer Securities war deutscher Meister und Nummer 10 in der Welt. Und der hat uns dann 2 bis 3 Mal in der Woche trainiert. Und er war sehr, sehr gut, aber auch sehr streng.
Und die, die wollten bei uns, haben dann ja, 3-4 Jahre intensiv Thai-Boxen gelernt. Und das war fantastisch. Du bist so ein indisch rum und so ein angenehmer Mensch, gell? So, kannst du also mal richtig aus? Ich bin eigentlich der Schauspieler hier. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben es noch nicht gemerkt. Nee. Nee, aber du überhebst das alles. Voll Choleriker. Ich weiß. Nein, doch. Echt? Ja. Ja? Ich spür's das. Nee, auf der Bühne bist du, kommt hier rüber. Alles das kommt hier rüber. Das kommt ganz stark kommt rüber. Ich bin eigentlich, ja. Leid, aber ja. Du spielst, wir hatten ja noch die ganze Zeit schon drüber geredet, du spielst ja sehr gut Schlagzeug. Nun haben wir ja zufällig eins da. Der Gaga hat auch dasselbe Schlagzeugformat wie du. Also der Platz müsste hinkommen. Es ist zumindest, er ist nicht Linkshänder. Das ist schon mal sehr gut. Würdest du, was ist denn das jetzt? Ah ja, das wird jetzt sehr laut, so. Das stimmt. Wenn jetzt, soll ich was spielen? Ja, würdest du das machen? Würdet ihr tauschen? Okay. Komm du mal dahin raus, Gaga, das dauert ja ein Stück. Ja, ich würde Ihnen raten, wirklich die in die Ohren zu stecken. Es ist also hier, die genau daneben sitzen. Ja. Für euch könnte es jetzt auch laut werden, wenn ihr mal noch... So, gut. Und ihr wollt hier, ihr könnt den Rest ja auch teilen. Es wird laut jetzt. Sag mal, aber Gaga, erst mal Eignungsprüfung. Hier durch die Finger drehen, das möchte schon mal... Was? Geht das? Kann ich hier? Das? Oh! So. Hier. Gut. So. Und... Toll. Ja. Und... So. Hey! Und hochwerfen? Ja! So. Das ist... So. Unglaublich, oder? Dankeschön, das war's, Sensationell! Was soll jetzt noch kommen? Gut. Feuer sehr spucken? Gut. Los jetzt. Jetzt wollen wir okay. Was hören. All right. Das hat mir hier drin gewummert. Wehgetan, hier. Ja, dass du mich nicht richtig verstehst, ist klar. Du. Oh, das ist ja Wahnsinn. Deine Kinder, sind die auch so begabt oder gibt es auch Ausfälle? Nee, also die singen eher oder spielen andere Instrumente. Schlagzeug ist noch nicht ganz, aber ich glaube, bei den zwei Kleinen kommt es eventuell noch. Bei diesen auch, die mögen Trommeln sehr. Mal gucken, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft kriegen. Ja, ich weiß, das ist richtig. Kann ich dir, das ist viel zu wenig, das ist kein Witz, das ist jetzt kein Witz. Ich habe ja früher auch getourt mit so einer Musical-Truppe und da kam mal ein Mann und sagte zum Schlagzeuger, und was Sie an diesem Abend geleistet haben, also das ist phänomenal. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nämlich Schmied. Ja. Also das ist streng dann. Ja. Mein lieber Angelo, du hast es ja schon angedeutet, heute nicht singen, heute diese Stühle. Ich sag ja, ja, man tut auch so, man ne? Wenn es in die dritte Staffel geht, dann habt ihr vielleicht andere Stühle. Ja, wir sind schon in der vierten, du. Ach, ja. So. Dir sei das verziehen. Es tut mir so leid. Ich lebe ja in Irland, das ist meine Ausrede. Ja, richtig. Ja. Absolut. Ich krieg das nicht alles mit. Sag mal, willst du jetzt... hast ja immer noch, du bist fein. Schick. Gut. Weil sonst hätte ich jetzt mal auf den Whisky umgeschwenkt, so ein bisschen. Nee. Aber das machen wir nicht. Mit meiner Mandelentzündung. Also nicht ich nur wegen dir. Ne? Das ist gut. Ist gut, ja. Alkohol macht alles. Ja, das rein. Desinfiziert. Habt ihr jetzt irischen Whisky? Hast du irischen Whisky? Oh! Hallo, der ist extra sehr gut. Für das Whisky. Ja, woher wir gut. Das wohl wissen? Ja, da habt ihr wir das wohl wissen? Das gibt, ne? Und ja, komm, du tust deine Nase da weg. So. Ich
Also jedenfalls haben wir uns jetzt, hast uns einen ganz schönen Schrecken angedacht, weil wir wollten natürlich jetzt mit dir hier rumrocken. Ja. Jetzt hat der Henne und ich, wir wollten uns ja nur beim Refrain einhängen. Jetzt sag mal Ossis über Nacht, dass die bis zum nächsten Tag 3 Strophen Englisch lernen soll. Russisch wäre ja noch gegangen, ne? Aber doch nicht Englisch, ja. Whiskey in the Jar, das kennt man ja vielleicht auch von Metallica. Nun habe ich ja aber hier 3 Jungs sitzen, die sind ja viel stärker noch als Stahl und Metall. Ja. Die sind DDR-Stahl, also wie Aluminium, weißt du? Aluminium. So wie die Münzen damals. Ja, genau. Das war unser DDR-Stahl, hallo. So, und jetzt probiert der Henne und ich. Der Henne hat nicht geschlafen, ja. Also, jetzt kurs ich nicht so genau hin. Aber du, alles, okay, also wir sind eigentlich nur im Hintergrund, ja. Du bist es. Du bist ja, nicht bisschen. Wurf, wurf, wurf. Hey, hey, und so, alles. Du musst hier voll, alles, kannst alles lautlos machen. Ich habe die letzten 2 Jahre keine Konzerte gehabt, wegen den ganzen hier Lockdowns und so. Ja, aber jetzt wollen wir das alles sehen, du. Headbanging und alles mögliche. Headbanging und alles. Oh, ohne Brille. As I was going over the far Gary mountain, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced my pistol, and then reduced my rapier to stand and deliver. Ah. I went into my chamber for all to take their slumber. I dreamt of golden chariots, for sure it was no wonder. But Jenny drew recharges and filled them up with water. Sent to Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering up and down the dark. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Mushering up and down the dark. Work for the daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Mushering. Also du kannst wiederkommen, du. Mann! Und das war's auch schon wieder, meine Damen und Herren. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, dass wir ihn jetzt sogar noch Töne herauslocken konnten. Kalli, Prost! Cheers! Ja, ich bedanke mich bei der Schauspielerin, die nicht nur Plattdeutsch kann, sondern von der man immer noch geplättet ist, bei meiner Katrin Saas! Bei meinem Angelo, ey, ich bin, mir fehlen die Worte. Du bist ja wirklich, du kommst von unten, das ist toll. Ein Mann, der nicht nur wie ein Engel aussieht, sondern auch teuflisch gut Schlagzeug spielt. Du bist der größte Angelo Kelly! Vielen Dank fürs hier sein, vielen Dank fürs Zusehen, auch Ihnen zu Hause. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katrin Weber!